Hier, das den hier? So. Ja, genau. Die Zähne. Da hat er wahrscheinlich noch? Die dritten dann, ne? Ah, ja. Oben nur. Aber nee, mach sie nur nach unten. Ich glaube, es ist anders geplant, aber so geht's. Ja. Jetzt hat er die Zunge oben. Beißt aber der Feine, der beißt aber. Ja. So, dann haben wir gesagt, wir wollen beim Alter bleiben, gell? Und weil er jetzt noch keine Brille hat, muss er nacheinander. Da muss noch diese ekligen Haare so. Ja, wo guckst du hin? Ihr kriegt eben welche. Ich hab nur ein. Ja, er sucht noch. So, Ich möchte aber gut aussehen. Warte mal. Nee. Ist ja. Pass auf, ich hab. Das wäre dann vielleicht die Lösung. So geht's. Jetzt sehe ich ja aus. Warte. Ist ja dir gefallen. Hallo. Jetzt sehe ich ja aus wie Dieter Bohlen. So. Das ist schön. Ach, sag mal, kennst du eigentlich einen guten Anwalt? Nee, wieso? Ja, meine Frau hat mich verklagt. Ach, scheiße, warum das denn? Ja, weil ich sie rausgeschmissen hab. Ja, und? Durch die geschlossene Terrassentür. Ah, ouch. Oh, mit Absicht? Ja, klar. Weil sich diese gottverdammte einfach geweigert hat, Ich meine, wir sind doch verheiratet. Da hat man doch das Recht auf ein bisschen Liebe, oder? Naja, klar. Und was machst du jetzt? Naja, ich kümmere mich erstmal um das Wichtigste. Was ist das? Eine neue Terrassentür. Ah ja. Meine Damen und Herren, was wäre eine Sendung über die Liebe ohne ein Liebeslied? Es wäre eine gute Sendung. Musik ab, bitte. Wir kennen's noch nicht lang, drum probier's mit Gesang, dir etwas nah zu sein. Lädst du mich auf ein Feuchtgetränk und greifst mich zart am Handgelenk, sag ich nicht nein. Das Schicksal macht wohl Witze und ich finde dich ganz spitze, woran liegt das wohl? Du hast da was im Blut, das tut der Sache sicher gut und das ist Alkohol. Wie tief bin ich gesunken, ich bin etwas betrunken, bitte halte mich auf. Sie kann nicht mehr klar denken, ja, das liegt an dem Getränk, komm, wir trinken drauf. Der Himmel voller Geigen, meine Leberwerte steigen und das Herz, das rast. Noch zwei, drei kleine Flaschen und dann wird sie mich vernaschen. Also hoch das Glas. Dass ich hier mit dir tanze, ist der Anfang einer Romanze, die von Dauer ist. Weite. Mach dir da keine Sorgen, denn das Ende kommt schon morgen, wenn du nüchtern bist. Mit jedem kleinen Schrittchen rück ich dir ein kleines Stückchen, kann das wirklich sein? Ja, ich mach das Beste draus und nutz die Situation aus und nehm dich zu mir heim. Ich weiß nicht, was es ist, dass du mir aufgefallen bist und ich jetzt bei dir bleib. Och, Maite, doch ehe wir zwei uns küssen, musst du wissen, ja? Ich hab leider keinen Unterleib. Ach, ist egal. Ja? Lecken geht auch. Ja? Ja. Ah. Was? Wer braucht schon ein Unterleib? Ach, wer braucht dich schon? Wer braucht schon einen Unterleib? Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Vivaldi-Show. Schöner kann's kaum noch werden. Ich bedanke mich bei der fantastischen Maite Kelly. Und bei Marc Metzger.
Die hätten uns ruhig gleich sagen können, dass wir falsch sind. Ich werde die verklagen. Ja, die sehen wir vor Gericht wieder. Mhm. Hallo, kommen wir pünktlich? Ja, sie kommen pünktlich wie immer. Pünktlich zu spät. Ha ha ha!